dem Mega Drive stieg Sega mit der Konkurrenz Nintendo in den Ring und wollte auch ein Stück des Videospielmarktkuchens für sich beanspruchen. Die Konsole konnte das SNES zwar nicht schlagen, dennoch sind einige Videospielperlen für die 16-Bit-Konsole erschienen, die heute sogar Kultstatus erlangt haben. Wir haben uns mal die Verkaufszahlen der Spiele etwas genauer angeschaut und für euch die Top 10 der meistverkauften Sega Mega Drive-Spiele zusammengestellt. Ganz kurz nochmal zum Hintergrund der Konsole. Der Sega Mega Drive kam 1988 in Japan, im Januar 1989 in Nordamerika und erst am 30. November 1990 in Europa auf den Markt. Die 16-Bit-Konsole ist die meistverkaufte Sega-Konsole der Welt und konnte sich mit gut 34 Millionen verkauften Konsolen weltweit den 8. Platz der meistverkauften Konsolen sichern. Neben offensichtlichen Titeln sind aber auch ein paar Spiele dabei, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Die Zahlen der Verkäufe stammen von VG Charts. Den Link zur kompletten Liste haben wir euch unten in der Videocaption noch einmal verlinkt. Den Anfang macht ein Fighting-Game, das seinen Ursprung auf einem Arcade-Automaten hat. Entwickler ist Capcom, der mit der Reihe bis heute große Erfolge feiert. Natürlich sprechen wir von Street Fighter, in diesem Fall genauer gesagt von der Special Champion Edition, des zweiten Ablegers der Reihe. Im Gameplay unterscheidet sich die Version nicht von Street Fighter 2. Es wurden aber einige Features zusätzlich eingefügt. So sind die Bosse Balrog, Vega, Sagat und Mr. Bison als spielbare Kämpfer hinzugekommen und das Balancing der Charakter wurde für den Multiplayer angeglichen. Wie für einen Street Fighter üblich, können sich auch die Sega Mega Drive Verkaufszahlen sehen lassen. Weltweit wurde es 1,65 Millionen Mal verkauft. Das Maskottchen Segas darf natürlich in einer Sega-Top-Liste nicht fehlen. Wie Super Mario gehört Sonic zu den bekanntesten Videospielhelden der Welt. Mit dem dritten Ableger der Reihe schafft es der blaue Igel, sich den 9. Platz zu sichern. Sonic the Hedgehog 3 erschien 1994 für den Sega Mega Drive. Wie die Vorgänger ist Sonic the Hedgehog 3 ebenfalls ein 2D-Side-Scrolling-Jump'n'Run-Abenteuer. Im Spiel selbst übernimmt man die Kontrolle über Sonic, der zusammen mit seinem besten Freund Tails mal wieder Dr. Robotnik in die Schranken weisen muss. Im Spiel feiert auch Knuckles, der Echidna, sein Debüt, der hier aber noch Sonic als Bedrohung einstuft. Weltweit verkaufte sich der dritte Teil der Reihe für den Sega Mega Drive 1,76 Millionen Mal. Im selben Jahr wie Sonic the Hedgehog 3 wurde auch Sonic und Knuckles veröffentlicht. Eigentlich hatte Sega geplant, die beiden Spiele als ein Spiel herauszubringen. Durch die Speicherplatzlimitierung und hohen Kosten der damaligen Cartridges sowie Zeitmangel kam das aber nicht zustande. Beide Spiele konnten später aber über einen Adapter miteinander verbunden werden, sodass sie dann als Sonic 3 und Knuckles bekannt waren. Der besondere Clou? An den Adapter der Sonic und Knuckles Cartridge konnte auch der zweite Teil der Reihe angeschlossen werden, sodass Knuckles auch im zweiten Teil als spielbarer Charakter zur Verfügung stand. In Sonic und Knuckles selbst kann man entweder mit Sonic oder Knuckles Angel Island retten. Denn Oberfiesling Dr. Robotnik will seine orbitale Waffe, die Death Egg, wieder zum Laufen bringen und die Insel dabei zerstören. Das versuchen die beiden Helden natürlich zu verhindern. Weltweit verkaufte sich das 2D-Side-Scrolling-Jump'n'Run-Abenteuer für den Sega Mega Drive 1,82 Millionen Mal. Das Basketball-Arcade-Spiel NBA Jam wurde vom legendären Arcade-Entwickler Midway auf den Markt gebracht. 1994 wurde das Spiel dann vom Publisher Acclaim Entertainment auch für das SNES, den Sega Mega Drive, Sega Mega CD, Sega Game Gear und den Game Boy portiert. Das erste Arcade-Sportspiel, das mit einer offiziellen Lizenz einer offiziellen Sportliga auftrumpfen konnte, verkaufte sich wie geschnittenes Brot. So spielte die Arcade-Version mehr als 1 Milliarde Dollar ein und die Konsolen- bzw. Handheld-Umsetzungen wurden mehr als 5 Millionen Mal verkauft. Der Sega Mega Drive nimmt in dieser Summe einen Anteil von 2,05 Millionen verkauften Exemplaren ein. Gameplay-technisch ist NBA Jam aber noch nicht allzu ausgereift gewesen, so spielte man Basketball eher in einer abgespeckten Variante. Es sind 2 gegen 2 Match. Gespielt wird die Basketballsaison 92 und 93. Trotz NBA-Lizenz waren Spieler ein wenig enttäuscht, denn der bekannteste Spieler damals war Michael Jordan, der es aber leider nicht ins Spiel geschafft hat, da es dafür eine getrennte Lizenzierung als Spielfigur gebraucht hätte. Eigentlich recht schade, aber das Spiel verkaufte sich dennoch sehr gut.
Wie die Street Fighter-Reihe kann auch Mortal Kombat auf eine lange Tradition zurückblicken. So wurde das 2D-Fighting-Game 1993 von Midway Games als Arcade-Version veröffentlicht. Ein Jahr später folgte dann die Portierung für diverse Konsolen, darunter auch der Sega Mega Drive. Wie in den meisten Fighting-Games tritt man in Mortal Kombat 2 in einem Duell gegen den Computer oder seinen Mitspieler an. Zur Auswahl standen im zweiten Teil der Reihe 12 frei spielbare Charaktere wie zum Beispiel Liu Kang, Johnny Cage oder Sub-Zero. Wie im Vorgänger gilt es mit den Kämpfern, die Erde vor den Mächten der Outworlds zu schützen. Berühmt ist die Mortal Kombat-Reihe aber nicht für sein gelungenes Fighting-Gameplay, sondern aufgrund seiner exzessiven Gewaltdarstellung. So ist dann auch der zweite Teil der Reihe in Deutschland als jugendgefährdend eingestuft und sogar beschlagnahmt worden. Trotz dieses Faktes verkaufte sich Mortal Kombat 2 auf dem Sega Mega Drive weltweit recht gut und schaffte es auf 2,39 Millionen verkaufte Einheiten. Streets of Rage ist ein typischer Genrevertreter des Beat'em-up-Genres. Entwickelt wurde das Spiel 1991 von Sega für den Sega Mega Drive. Ein Jahr später folgte dann die Portierung für den Game Gear und 1993 dann für das Sega Master System. Das Spiel orientiert sich an den Klassikern Final Fight und Double Dragon. Im Spiel selbst übernimmt man die Rolle von Adam, Axel oder Blaze, die ihre Stadt vor dem kriminellen Mr. X retten müssen. Mit dem ausgewählten Charakter geht es dann alleine oder aber zu zweit durch seitwärts scrollende Level. In den Stages gilt es dann, so viele Schergen wie möglich auszuschalten, Minibosse zu erledigen und am Ende Mr. X zu besiegen. Neben dem hervorragenden Gameplay und dem Mehrspielermodus konnte auch der Soundtrack der Sega Mega Drive Version bei den Fans punkten. Das Fachmagazin Megaplay gab dem Spiel damals 36 von 40 möglichen Punkten und betitelte es als das beste Kampfspiel aller Zeiten. Das hat sich auch in den Verkaufszahlen widergespiegelt und so verkaufte sich das Spiel alleine auf dem Sega Mega Drive 2,6 Millionen Mal. Als Antwort auf das 1991 erschienene Street Fighter 2 brachte Midway Games im Juli 1992 mit Mortal Kombat ebenfalls ein Fighting Game als Arcade-Automat auf den Markt. Mit der Veröffentlichung des ersten Teils der Reihe legte Midway Games den Grundstein für die heute meistverkaufte Spielreihe des Genres. Im ersten Ableger der Reihe veranstaltet Cheng Tsung, ein Handlanger des Imperators der Outworlds, Shao Kahn, ein Kampfturnier, das die Erde vernichten könnte. Als Spieler nimmt man mit einem von 7 spielbaren Charakteren an den Wettkämpfen teil und versucht den amtierenden Champion Goro vom Thron zu stoßen und die Erde vor einer Invasion zu schützen. Doch ganz ohne Skandale kam auch der erste Teil der Reihe nicht aus. Midway Games wollte sich damals von anderen Fighting Games unterscheiden und so setzte man nicht auf gezeichnete Charaktere, sondern auf Schauspieler, die mit Bluescreen-Technik digitalisiert wurden. Diese Technik wurde später auch für die Nachfolge genutzt. Doch löste diese Technik auch eine Gewaltdebatte aus, denn die Kämpfer sahen zu realistisch aus und die Fatalities waren einfach schlicht und ergreifend für die damalige Zeit zu brutal. Deswegen wurde das Spiel 1994 von der damaligen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften in Deutschland initiiert und sogar beschlagnahmt. Auch ausländische Politiker zeigten sich wenig begeistert von der Gewaltdarstellung im Spiel. Aber wie das nun mal mit einer verbotenen Frucht ist, so schmeckt sie dann doch noch süßer. Denn anders als erhofft wurde Mortal Kombat durch das Verbot noch interessanter, was sich auch in den weltweiten Verkaufszahlen zeigt. Auf dem Sega Mega Drive verkaufte sich Mortal Kombat so ganze 2,67 Millionen Mal. In den 90er Jahren wurden für viele Disney-Filme auch Videospiele entwickelt. Einer der besseren Ableger war Disneys Aladdin, der von Virgin Interactive 1993 auf dem Sega Mega Drive veröffentlicht wurde. Im Spiel selbst spielt man als Aladdin die Abenteuer aus dem Zeichentrickfilm nach. So flieht man vor den Wachen des Sultans über den Agrabah-Markt, trifft Genie in der Höhle der Wunder und legt sich mit Großvisier Jafar an. Ein tolles Jump'n'Run-Abenteuer, das damals auch noch für weitere Konsolen und 2019 in einer Spielesammlung mit dem König der Löwen für moderne Konsolen portiert wurde. Das Spiel kam damals sehr gut an und verkaufte sich auf dem Sega Mega Drive 4 Millionen Mal. Den zweiten Platz konnte sich der blaue Rennigel Sonic mit seinem zweiten Abenteuer sichern. Sonic the Hedgehog 2 erschien 1992 erstmals für den Sega Mega Drive. Im selben Jahr wurde aber auch eine 8-Bit-Version für das Sega Master System und den Sega Game Gear veröffentlicht. Neben einer neuen Story, die nahtlos an den ersten Teil anschließt, konnte der zweite Teil der Reihe vor allen Dingen mit einem Sidekick für Sonic aufwarten. Dieser konnte im Einzelspielermodus mit einem zweiten Controller gesteuert werden. Zusätzlich verfügte das Spiel über einen neuen Split-Screen-Mehrspielermodus, der neuen Spin-Dash-Fähigkeit und konnte mit einem größeren Spielumfang bei den Fans richtig punkten.
Im Spiel selbst übernimmt man als Spieler die Kontrolle über Sonic, der mit seinem Doppeldeckerflugzeug namens Tornado South Island verlässt und nach West Island fliegt. Hier trifft man auch das erste Mal auf den besten Freund des Blauen Igels, den Fuchs namens Miles Prower, der auch besser bekannt als Tails ist. Zusammen mit ihm versucht man dann, mal wieder die Pläne von Dr. Robotnik zu durchkreuzen. Eine Formel, die sich bis in die heutigen Ableger immer wieder bewährt hat. Bei den Spielern jedenfalls ist der zweite Teil der Reihe besser angekommen als die Nachfolger Sonic the Hedgehog 3 und Sonic & Knuckles. So verkaufte sich Sonic the Hedgehog 2 auf dem Sega Mega Drive weltweit 6 Millionen Mal, was aber nur ein Bruchteil dessen ist, was Platz 1 erreicht hat. Eigentlich war es nicht anders zu erwarten, denn auch den ersten Platz konnte sich das Maskottchen von Sega sichern. Mit Sonic the Hedgehog feierte 1991 die Reihe ihr Debüt. Seitdem sind 33 Jahre vergangen und der Hype des Blauen Igels ist ungebrochen. Im ersten Teil der Reihe trifft Sonic das erste Mal auf seinen Widersacher Dr. Ivo Robotnik, der auf der Suche nach den Chaos Emeralds die Tiere von South Island in aggressive Roboter verwandelt. Sonic will dem Treiben des Doktors ein Ende bereiten und greift ihn und seine Roboter an. Damit beginnt eine jahrelange Feindschaft der beiden, die bis heute anhält. Mit Sonic wollte Sega damals Super Mario ordentlich Konkurrenz machen, was aber nur bedingt geklappt hat. Doch anders als nur eine veränderte Kopie des Ex-Klempners zu entwickeln, hat Sega mit dem schnellen Gameplay ordentlich Speed in das Jump'n'Run-Genre gebracht. Bei den Fans scheint das bis heute sehr gut anzukommen, denn neben Mario ist Sonic wohl die bekannteste Videospielfigur der Welt. Die Beliebtheit des ersten Teils zeigt sich auch an den Verkaufszahlen. So wurden 15 Millionen Spiele weltweit für das Sega Mega Drive verkauft. Ein ordentlicher Vorsprung, an den kein Spiel der Liste nur ansatzweise heranreicht. Das lag vermutlich auch daran, dass Sonic the Hedgehog mit dem Mega Drive zusammen im Bundle verkauft wurde und so die Verkaufszahlen ordentlich gepusht wurden. In der Liste sind einige Perle vertreten, die zu den besten Spielen der Sega Mega Drive-Ära gehören. Bei anderen wiederum hatten wir nicht auf dem Schirm, dass sie sich so gut verkauft haben. Welche Spiele hättet ihr in der Liste erwartet? Wie würde eure Top 5 Sega Mega Drive-Liste aussehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Hey, dir hat das Video gefallen? Dann schau doch gleich das nächste oder geh auf retrogamingcrew.com, dort haben wir coole Artikel für dich.